Jo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum zweiten Spieltag der PBA gegen die guten Gaster. Ich habe vorher schon aufgenommen, einmal, und dann wurde ich mittendrin gestört und ich wollte es immer neu aufnehmen, weil ich die Aufnahme eh generell nicht so geil fand. Der Kampf ist jetzt schon eine Woche her, deshalb wundert euch nicht, falls ich jetzt irgendwie mal einen kleinen Fehler mache oder so. An der Stelle gehen wieder viele liebe Grüße raus an Shadow, der mir diesen Kampf gecaptured hat. In meinem Lied sehen wir hier Flampivian und in Garstars Rotom Wash, was ich okay finde. Ich kann hier immer rausjuttern, krieg halt ein bisschen Rocky Helmet Schaden. Ich habe hier noch Scissor dabei, Amigendo Geist, Flunschlick, Tornadus und Sylvian. Garstar hat noch dabei sein Pixie, sein Alolan Slimer, sein Mega Sherox, sein Schwalbers und sein Skelabra, was ich okay finde. Hab das Team so predicted. Also, fand halt Scissor ist okay. Und dann halt, ja, noch Nick Rosma oder so. Also zwei von denen. Also die wechseln sich halt ab so. Ist okay. Wir müssen ja wie gesagt gegen Gasser. Und ja, würde ich sagen, schauen wir auch gleich mal in den Kampf rein. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen schneller ging. Aber ich will einfach jetzt noch diesen Kampf durchhaben. Also, let's go. Ja, an der Stelle sehen wir jetzt hier, es geht los. Pokémon-Trainer Garstar fordert dich heraus. Ja, an der Stelle liege ich hier mit Rammstein, meinem Flampivian, und er mit Bedrotom, seinem Rotom. An der Stelle musste ich hier jetzt einfach safe auf die U-Turn gehen, denn das war ja immer mein Play, meiner Meinung nach. Denn ich kriege hier super guten Damage, aber wir sehen hier den Rocky Helmet, das ist super, super wichtig. Denn jetzt wissen wir, wir können nicht mehr so oft auf ihn mit physischen Attacken angreifen und gehe hier in Ariana Grande. Ariana Grande ist hier super wichtig, er geht hier auf den V-Switch. Das macht dem relativ guten Schaden. Und er geht jetzt hier in sein Schwallkrug, seinem Schwalbers. Was wir hier sehen werden, ist ein Heiß-Orb-Set, wie ich auch schon im Teambuilding gesagt habe. Denn Spezielles fand ich nie so gut, einfach weil wegen Scissor, das könnte immer noch da was machen. Und Physisches wördert halt einfach so. Er geht hier als auf die U-Turn und wir sehen hier, selbst das macht schon super guten Schaden. Ja, ich bin hier drin geblieben, weil ich halt safe eine Fizzade oder Sturzflug tanke und bin hier auch selber auf die Schallwelle, glaube ich, gegangen. Er geht hier in Scissor. Ja, ich gehe hier auf die Schallwelle, wie gesagt, macht hier super guten Schaden. Dafür, dass das, glaube ich, meine speziell defensives, das war, glaube ich, ein speziell defensives Scissor. Ja, an der Stelle musste ich jetzt hier aber rausgehen, denn ich wollte nicht unbedingt, dass hier Felinara noch Schaden bekommt, so. Und deshalb bin ich jetzt hier einfach in Amigento Geist gegangen. Ja, weil der kommt hier einfach rein und, ja, nimmt es eigentlich ziemlich gut an der Stelle. Er geht jetzt hier in die Mega. Wir sehen hier Mega Sherox. Der Mega Sherox ist schon echt cool. An der Stelle. Er geht hier auf die Kehrtwende. Was ich okay fand, Kehrtwende war hier auf jeden Fall meiner Meinung nach ein Play. Geht jetzt hier auch raus und geht hier in, ja, much better. Und much better, ja, der ist halt, ja. ich gehe auf die Abgangstriade, denn Abgangstriade ist hier mein Play immer, meiner Meinung nach. Und kann jetzt hier in Michael Jackson gehen, rausgehen und gehe hier in Post Malone. Denn der tankt eigentlich alles, denn wir haben ja auch hier den Flying im Sie. Echt hier auf den Abschlag. Und das macht auch nicht viel, aber dann kommt noch der Giftgriff. Und der Giftgriff ist super, super scheiße. Aber okay, an der Stelle habe ich jetzt predicted, dass er in Rotom geht und gehe auf unser gepacktes Toxin, aber er bleibt drin und geht hier auf den Feuerschlag. Warum auch immer ich hier in Scissor gehen sollte, habe ich nicht ganz verstanden im Play, aber okay. Gut, wir kriegen jetzt hier immer wieder 12% Gift-Damage. Ist halt ein bisschen doof, aber wir können jetzt hier auf Kehrtwende gehen und rauswechseln, was super, super wichtig ist. Denn damit können wir mit Belebekraft hier auf jeden Fall noch ein bisschen was machen und gehen hier in Tina Turner. Ja, Tina Turner kriegt hier auf jeden Fall viel, viel raus. Geht hier auf den Abschlag, der gute Slimer Boy, kriegt hier aber die Statik. Und ja, an der Stelle bin ich jetzt hier, glaube ich, einfach auch auf die Tarnsteine gegangen. Denn die Tarnsteine sind hier meiner Meinung nach ziemlich wichtig gegen ihn. Er geht hier in Bedrotom. Und ja. Tarnstein an der Stelle ist hier super wichtig. Und ich dachte mir jetzt so, okay, er will jetzt eh auflockern. Deshalb toxe ich ihn einfach mal. Denn ein getoxtes Rotom ist ein gutes Rotom, wie man immer so schön sagt. Weil ich will einfach dieses Rotom getoxt kriegen. Und das kriege ich halt jetzt nur hier jetzt.
Was war das gerade für ein Deutsch? Kriege ich halt jetzt nur hier in diesem Moment, weil Rotom vor mir steht. Und ja, hier kriegen wir jetzt Rotom getoxt. Und das ist schon mal super, super gut. Denn wir wissen, er hat keine 50%-Beere. Das heißt, er bekommt immer, immer Chip. Und das ist gut, denn Rotom muss viel, viel aushalten an der Stelle. Ich gehe jetzt hier in Ariana Grande wieder. Und er geht jetzt hier darauf, auf den Leitteiler. Was ich okay finde. Er hält sich halt jetzt ein bisschen voll. Ich kriege ein bisschen was abgezogen. Ist okay. So, an der Stelle ist er jetzt hier, glaube ich, auf den V-Switch gegangen. Und ich hier auf das Swish, meine ich. Genau, er ging hier auf den Voltwechsel, um safe seinen Breaker reinzubekommen. Was wahrscheinlich Skelabra ist. Ja, Skelabra kommt rein. Skelabra da. Oh, ich mag seinen Namen. Aber dabei ist Shiny besser an der Stelle. Ich gehe predictend auf die Staffette in mein Rammstein. Denn es ist das einzige wirklich schnellere Mon, meine ich. Bis auf Tornadus hier, aber der bekommt halt noch nicht den Kill. Und kann jetzt hier einfach auf den Rockslide gehen. Und er geht jetzt hier in Betrotom. Und wir sehen hier, auch dieses Rotom kriegt hier super, super viel Schaden von einem Steinhagel. Das war halt schon legit ziemlich guter Schaden. Und kriegt jetzt hier nochmal, Toxic. An der Stelle muss ich hier wieder rausgehen und gehe hier in Ariana Grande. Denn Sylveon finde ich auch ziemlich gut. Jetzt hier zum Hochheilen. Er geht jetzt hier nur auf den Leitteiler, aber das Toxin macht halt jetzt 12%. Das heißt, so ungefähr ist er jetzt auf der gleichen Range. So. Er muss jetzt auch rausgehen und ich gehe hier, kann ja auch selber auf den Busch gehen. Er geht jetzt hier, wie gesagt, raus. Sogar diesmal jetzt hier safe in Schwalkrug. Und ich gehe jetzt einfach selber auf den Wunschtraum. Ich muss jetzt hier selber auf den Wunschtraum gehen. Denn, ja. So, und an der Stelle habe ich mir jetzt gedacht, okay. Du kannst jetzt eigentlich safe auf den Protect gehen. Er geht an der Stelle hier safe raus in seinen Skelabratan wieder. Und, ja, ich gehe jetzt hier auf den Protect und bin hier wieder fast voll, oder irgendwie auf jeden Fall, dass ich hier auf jeden Fall, ja, ich bin wieder voll, gut, also nicht jetzt mit Alkohol, sondern, ja, okay, ja, er geht jetzt hier in Rammstein, ja, ich gehe jetzt hier in Rammstein, safe, denn Flammenwurf, was ich hier drücken muss, eigentlich, macht jetzt nicht so den krassen Schaden, an der Stelle habe ich mir so gedacht, der muss weg sein, oder Modest Scarf, und Modest Scarf kommt halt hin, so, er geht jetzt hier beim Fixie weg. Und ich habe hier, glaube ich, auf die Kehrtwende gedrückt. Genau. Denn die Kehrtwende lässt mich nämlich jetzt in Sylveon gehen und mich irgendein beliebiges Pokémon hochheilen. Ah ne, ich gehe erstmal sogar in Postmon. Stimmt, denn bei meinem Kalk, ich habe mit dem Fizz-Def-Pixie gerechnet, bei meinem Kalk hätte jetzt mit diesem Chip der Hurricane gereicht. Ich gehe also jetzt safe auf meinen Z-Hurricane, der eigentlich jetzt hier einen Kill forcen sollte. Denn Post Malone sollte das jetzt eigentlich hier killen durch meinen Fizz-Def-Kalk. Aber wie ihr schon hört, es wird nicht komplett Fizz-Def sein mit ein bisschen Special-Def-Investment. Und an der Stelle war es dann eine Roll mit dem Set, was ich denke. Und er kriegt sie und er überlebt und kriegt seine Margoberry. Margoberry? Lul. Margoberry. Und ja. Werde jetzt hier wieder super hart tot gechippt und noch toxic. Und ja, ich muss jetzt hier rausgehen. Ich muss. Denn Post Malone ist noch super, super wichtig. Und ich gehe jetzt hier in Metallica. Meinem Scissor. Und er geht hier auf Mondschein so. Und ich muss jetzt hier auf Bullet Punch gehen. Weil Bullet Punch. Bullet Punch gibt mir hier auf jeden Fall Chip. Ich dachte jetzt, ich könnte jetzt auch auf die Kehrtwende gehen, aber das ist nicht mein Play. Ich muss hier auf Bullet Punch gehen. Und da ich eh weiß, dass er wahrscheinlich Unkenntnis spielen wird, gehe ich hier einfach auf Bullet Punch. Und das ist jetzt nicht mehr so speziell defensiv an der Stelle. Und er dachte jetzt, ich gehe auf SD. Und geht auf Zugabe. Aber ich gehe ja nicht safe auf RC auf so ein Pixie, ne? Und jetzt muss ich hier raus. Denn ich dachte mir so, er wird safe rausgehen. Geht in Michael Jackson. Und er bleibt hier an der Stelle drin. Hätte also sein Pixie gesackt. Was ich interessant fand. Gut, an der Stelle kriegt er jetzt hier einen Special Death Drop. Aber dadurch, dass er durch Mondschein Unkenntnis spielen wird, ist der Spukball halt trotzdem gleich normal. Und er reicht halt trotzdem nicht, was mich immer noch weiterhin darauf schließen lässt, dass er ein speziell defensives Pixie ist.
Was ein bisschen doof ist, denn speziell defensives Pixie ist ein bisschen kacke, aber okay. Ja, an der Stelle muss ich jetzt hier wieder auf Abgangstirade gehen, damit er jetzt hier nicht mehr so viel Schaden macht. Und ich bin jetzt, glaube ich, hier sogar in Pixie gegangen, in Sylveon. Weil Sylveon müssen wir jetzt hier machen. Ja, Ariana Grande kommt hier wieder rein, weil es ist full, wir können hier safe dann mit... Ja, erstmal kommt hier Mondgewalt, was eigentlich fast gar keinen Schaden machen soll, wie wir hier sehen. Und an der Stelle müssen wir jetzt hier ja einfach auf einen Wish gehen und den dann irgendwie passen oder irgendwie sowas. Ja. An der Stelle geht er hier wieder auf den Mondschein, will sich hier wieder voll heilen. Ist okay an der Stelle. Nur das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt den Wish auf irgendeinem Mon boosten, also tun, der halt, auf dem es wichtig ist. So, ich gehe jetzt hier auf die Staffette, falls er irgendwie rausswitcht, dass ich hier immer die Switch-Advantage behalte. Und ich gehe jetzt hier in Rammstein, denn Rammstein kriegt von einem minus 1 Moonblast fast gar nichts. Und wie wir hier sehen werden, das ist halt süßer Schaden so. Das ist legit süßer Schaden. 50 KP, das waren vielleicht maximal 20, 18%. Jetzt kommt hier der Wish und wir halten uns wieder super voll. Das heißt, wir sind jetzt hier auch wieder super, super voll und er muss jetzt hier rausgehen, so. Ich habe mir jetzt so gedacht, vielleicht bleibt er drin. Aber das war doof von mir. Ich hätte einfach auf Rockslide gehen hier sollen. Ich bin hier aufs Toxin gegangen und ich muss jetzt hier wieder rausgehen, was er halt einfach predikten kann mit einem, ja, mit einer Leitteiler oder Voltwechsel. Und an der Stelle gehe ich hier in den hier und er geht hier einfach selber auf die Hydropumpe. War okay, vielleicht hätte er auch irgendwie gedacht, ich bleib drin oder so. Und er geht hier auf die Hydropumpe und die killt mich fast. Aber auch nur fast. Und ich kann jetzt hier nochmal eine Parting-Shot oder so rausbekommen. Und er geht jetzt hier raus in Fixie weg. Und ich dachte mir da schon, dass er hier nicht drin bleiben wird. Okay, auf die Abgangstirade. Denn es war halt hier nicht mein Play, hier drin zu bleiben. So. Beziehungsweise es anzugreifen. Das gehe ich hier raus wieder. Gehe hier in Ariana Grande. Und Ariana Grande kriegt jetzt hier auch wieder ein bisschen, ja, Movement raus an der Stelle. Ja, wir müssen jetzt hier an der Stelle auf die Hypermoise gehen. Ne, auf die Staffette können, oder auf den Wish können wir auch gehen. Ich bin hier auf den Wish gegangen. Und an der Stelle habe ich mir jetzt gesagt, so, wir müssen jetzt hier an der Stelle auf, ja, Darmanitan gehen, weil, ja, der denkt halt eigentlich alles und falls ich auf U-Turn geht, ist okay. Und er geht hier auch wieder auf die U-Turn. Und das war mir halt, wie gesagt, okay, denn wir heilen uns jetzt halt wieder ziemlich voll. Vielleicht sogar ganz. Und deshalb, ja, geht er jetzt hier wieder in Fixie weg. Also es dreht sich halt alles so ein bisschen im Kreis. Aber das ist okay. So, ich bin hier wieder voll und kann an der Stelle jetzt hier auf die Kehrtwende gehen. Er hat es jetzt hier diesmal gut. Er bleibt hier drin. Aber ich gehe trotzdem wieder raus und gehe hier in Ariana Grande. Und ja, an der Stelle muss ich jetzt hier wie auf Wish oder irgendwie sowas gehen. Er geht hier auf die Mondgewalt. Die macht hier auf jeden Fall auch wieder seinen Chip. Und ja, so, ich muss jetzt hier an der Stelle in... Was bin ich gegangen? Ich glaube, Staffette. Denn er geht hier wieder ins Galabrattan. Dem Ehrenbruder. Und ich gehe jetzt hier einfach safe auf die Staffette, genau. So, und jetzt kann ich hier wieder raus. Und kann hier wieder in Rammstein gehen. Und Rammstein kann jetzt einfach auf Rockslide gehen oder irgendwie sowas. Er geht hier wieder raus. In Cesar. Und ich bin jetzt hier, glaube ich, auf die U-Turn gegangen. Auf den Steinhagel sogar, um safe zu bleiben. Okay. Steinhagel macht hier wieder seinen Schaden. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Chip an der Stelle. Und ich muss jetzt hier in Post Malone gehen. Post Malone? Ah, ich habe den Ruheort predicted. Und er geht hier auf den SD. Und das ist gefährlich. Aber ich muss jetzt hier trotzdem wieder rausgehen. Weil, ja, Post Malone ist hier super, super wichtig. Falls er hier die Pursuit hat, sehr gut gespielt. Aber er hat sie ja anscheinend nicht. Gehe hier in Michael Jackson, um den abzusacken. Zu sacken. Weil den brauche ich eh nicht mehr. Hat auf jeden Fall seinen Job gut gemacht. Und Patronenhieb nimmt ihn jetzt raus. Und das war's mit Amigento. Hat aber, wie gesagt, seinen Job sehr, sehr schön gemacht. Gut, an der Stelle gehen wir jetzt hier wieder in Rammstein. Und wir müssen jetzt hier auch diesmal auf Flareblitz gehen. Weil wir können uns nicht erlauben, ihn hier zu predikten.
Und an der Stelle sackte hier einfach Rotom. Was ich okay finde. Also was heißt okay, was ich sehr gut finde. Denn an der Stelle ist jetzt dieser Check, der jegliches physische Mon von mir weggehalten hat, weg. Und das ist super gut, denn jetzt können wir hier ziemlich viel Druck aufbauen. Und Rotom, wie gesagt, ist jetzt weg und ich bin stolz. Denn Rotom war hier eine gefährliche Nuss, hier zu brechen. Und er geht jetzt hier ins Galabratan, macht das hier gut. An der Stelle dachte ich mir so, okay, ich tanke mit Stunfisk 2 Fireblast Modest. Ich gehe jetzt einfach hier rauf und lege die Rocks. Er macht das hier aber gut, geht hier auf Gedanken gut. Das war vielleicht ein bisschen doof von mir gespielt an der Stelle. Ich habe aber auch nicht mehr irgendwie im Kopf gehabt, dass er vielleicht hier auch ein Skelabra fahren könnte mit dem Energy Ball. Wie wir sehen, Energy Ball killt mein Stunfisk und das war es auch mit dem armen Fisch. Nicht Fisch, aber ja. Ja, an der Stelle gehe ich jetzt hier in Dermenetan. Kann jetzt hier wieder safe auf den Rockslide gehen. Er kann hier jetzt wieder in Pixie gehen. Ja, die Sache ist, ich bekomme jetzt nicht mehr die Rocks raus und die Rocks hätten mir halt super, super gut geholfen. Gehe aber dabei auf den Steinhagel. Und es ärgert mich gerade, aber in meinem Kalk hätte halt auch ein plus 1 Energy Ball nicht ausgereicht. Also muss es irgendwie Expert Belt oder so gewesen sein. Weil Wise Glasses hätte auch nicht ausgereicht. Aber okay. So, ich gehe jetzt hier auf den Moonblast in mein. Oder Moonshine in meinen Scissor. Denn Scissor könnte jetzt hier wieder mit Bullet Punch hier ziemlich viel Druck aufbauen. Aber ich habe mir schon gedacht, er geht raus. Weil er will nicht nochmal so viel Chip fressen. Und geht hier ins Galabratan. Und ich habe das hier predicted, meine ich, mit der U-Turn. Nein, sogar mit dem Patroni bin ich hier gegangen. Okay, dann weiß ich auch gerade, wo wir sind. Ja, ich bin jetzt selber auf den Patroni gegangen. Macht hier auch hier auf jeden Fall so um seine 20%. Und ich habe mir jetzt gedacht so, er will jetzt der Manitin rausbekommen. Und das kriegt er nur mit dem Spukball. Deshalb bin ich hier drin geblieben. Und ja, bin auf die Kehrtwende gegangen. Weil Spukball war halt so offensichtlich. Und ging jetzt hier in mein Post Malone. Denn Post Malone kriegt halt dieses Galabra jetzt hier down. So, also es ist auf einer guten Chip-Reihe, dass ich ihn jetzt hier mit Hurricane killen kann. Und er muss jetzt hier raus, geht hier in sein Fixie weg. Und an der Stelle können wir einfach Hurricane drücken. Und das macht hier den Pixie auch auf jeden Fall sehr, sehr schönen Schaden. Kriegt hier auch jetzt die Verwirrung, was ziemlich doof ist. Ja, wir kriegen jetzt hier nochmal ein bisschen Toxic-Schaden. Jetzt müssen wir nochmal auf Hurricane gehen. Und hier kommt an der Stelle das gute alte Slimer rein, was hier trotzdem also mit dem Hurricane super guten Schaden bekommt an der Stelle. Macht hier sehr, 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 sehr schönen Schaden. Aber wir müssen jetzt hier U-Turn. Denn, ja, wir brauchen Post Malone noch. Und deshalb, ja, gehen wir jetzt hier auch einfach drauf. Er geht jetzt hier auf den Schattenstoß. Macht seinen Schaden an der Stelle. Wir gehen hier auf die Quad, wenn, wie gesagt, killt nicht unbedingt. Und jetzt können wir hier rausgehen in Scissor. Und Scissor, ja, kriegt den halt einfach tot. Vollheilen war jetzt ja auch nicht die Option meiner Wahl. Ich wollte ihn einfach jetzt noch rausnehmen, obwohl er hier auf den Schattenstoß geht. Ich hätte mich easy nochmal roosten können, aber ich wollte ihn jetzt einfach killen. Und das ist auch gut so. Denn much better hätte nochmal doof sein können und den rauszuhaben ist gut. So, an der Stelle kommen wir wieder raus und gehen hier in Tornadus Tea. Denn Tornadus braucht mit Recovery, braucht Recovery wieder. Und wir forcen hier an der Stelle Swallow rein. Und das ist gut, denn, ja, Swallow tanken wir halt noch irgendwie. Also wir können hier halt, wir haben halt noch Sex, so Swallow, Sylveon zum Beispiel. Deshalb gehen wir jetzt hier raus, gehen hier in Sylveon. Und an der Stelle kann hier halt Sylveon jetzt aufräumen. So, er geht hier auf den Sturzflug, macht sich auch hier super gut viel, also macht hier auch super viel Chips selber. Das heißt hier, boah, das macht so viel Schaden, aber ist okay. Denn an der Stelle können wir halt jetzt hier super, super safe in, ja, in Sylveon Second und den Sturzflug nehmen wir hier auch nochmal mit Prälanz. Das heißt, er macht sich hier gerade immer wieder selber Damage, was okay ist. Und Sylveon stirbt an der Stelle, hat hier aber einen super, super guten Job gemacht an der Stelle. Kriegt hier wieder Burn Damage und so weiter und so fort. Und ich gehe jetzt hier in Metallica. Und Metallica, ja, an der Stelle muss er sich Schwallkrug noch aufheben. Denn es ist noch super, super wichtig für Tornadus Tea. Und er geht jetzt hier in Pixie. Und ich habe das hier an der Stelle predicted, dass er hier rausgeht und gehe hier auf die Kehrtwende. Es war hier einfach mein Play, hier auf Kehrtwende zu gehen.
Und er geht jetzt hier raus in, ja, Post Malone. Also ich gehe jetzt hier raus in Post Malone, was hier auf einer super, super guten KP-Range ist. Und ich muss jetzt hier auf Hurricane gehen. Heatwave war ja keine Option, weil er könnte es leben und dann sich hochheilen. Und Hurricane killt halt safe. Und das war es jetzt hier auch mit Pixie an der Stelle. Was super, super wichtig ist. Denn die eklige Fee ist jetzt hier raus. Haben wir gut gechippt bekommen. Jetzt ist es tot. Und jetzt muss er hier in Scissor gehen. Ne, er geht hier wieder in Swallow, never mind. Und ich habe jetzt hier einfach mir so gedacht, okay, ich kann jetzt hier eigentlich Scissor abwerfen. Den brauche ich eh nicht mehr. Verliert sowieso gegen alle seine drei Mons. Bis also alle zwei, also Skelabra und das andere Scissor. Deshalb dachte ich mir, jetzt so ist es hier der Play, Scissor abzuwerfen. Ich dachte mir jetzt so, ja, ich kann jetzt ja eigentlich sogar auf Bullet Punch gehen. Aber hier sehen wir, er hat hier die Quick Attack drauf. Und das war's mit Scissor, hat hier auch wieder einen phänomenalen Job gemacht. Ich bin super stolz auf meine Pokémon. Ja. An der Stelle sieht es gar nicht mal so schlecht für mich aus. Denn jetzt kann ich hier wieder in Rammstein gehen. Und er, wie gesagt, er braucht seinen Schwallkrug noch. Und ja, Skelabratan habe ich hier reinkommen sehen und bin hier wieder auf die Kehrtwende gegangen, denn die hätte nämlich auch auf der Range, wo Swallow ist, gekillt. Das heißt, wir hätten auch so dieses Swallow, ja, killen können. Und ja, kann jetzt hier in Post Malone gehen. Und ein Hurricane killt halt, wie gesagt, auch Post Malone. Das ist, da ist gar kein Unterschied. Ja, wir gehen jetzt hier auf den Hurricane. Geht hier in Scissor, möchte den stacken. Die Sache ist, es ist jetzt auch gut, dass wir die Heatwave nicht gezeigt haben. Denn dadurch, dass ich weiß, dass der speziell defensiv ist, wie wir jetzt auch nochmal sehen werden, kann ich jetzt hier auf die Heatwave gehen, ohne Bedenken zu haben, dass er irgendwie ins Skelabra gehen könnte und mich irgendwie Toxic Stallen möchte. Das heißt, er geht jetzt hier auf Patronenhieb. Macht auf jeden Fall ziemlich guten Schaden, aber wird leben, dass noch Hitzewelle kommt. Und das ist das Scissor tot. Das ist jetzt ziemlich, ziemlich gut. Und an der Stelle wird jetzt hier Boreas hier sterben. Aber Boreas hat so einen guten Job gemacht. Und konnte sich mit Belegkraft immer wieder dagegen halten. Und das hat, wie gesagt, ich bin stolz auf den Boy. Und jetzt kommen wir noch zu Rammstein. Und wenn ihr jetzt alle beide Rockslides trifft, gewinnen wir gegen Gaster. Und das ist jetzt super, super wichtig. Der erste Rockslide kommt und trifft. Und das ist ein totes Skelabra. Und das war so gut. Ich hatte noch irgendwie Angst, dass er irgendwie eine Chartyberry oder so hatte. Aber ich glaube, auch eine Chartyberry hätte hier nichts mehr gebracht. Und jetzt kommt Schwallkrug. Mit einem Quick Attack kann er noch gewinnen. Vielleicht. Aber er geht hier nicht auf die Quick Attack. Steinhagel trifft und wir gewinnen 1:0 gegen Gaster. Holy shit. GG. Das war ein super, super krasses Match. Ja, man muss hier sagen, der Kampf war an der Stelle hier ein super schöner Kampf. Gaster und ich hatten hier auch danach noch geschrieben und wir hatten beide den Aufschluss, dass dieser Kampf sehr, sehr schön war. Und an der Stelle haben wir uns beide ziemlich gut vorbereitet. Ich hatte halt noch ein paar gute Plays. Er hat manchmal seinen Sieg irgendwie weggeworfen, hat er gesagt. Aber ja, das ist der einzige überraschende Moment war, dass der Energy Ball mein Flutsche gekillt hat. Aber ja, es war ein wunderschöner Kampf, wie gesagt. Und ja, wir sehen uns zum dritten Spieltag gegen Shiny Star. Da nehme ich dann gleich noch das Teambuilding auf. Also heute ist ein bisschen busy. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war wunderschön, mal wieder einen wunderschönen Kampf zu kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.